von Halbangst eingeladen worden. Man kann auch sagen, ranzitiert. Ja, nachher spielen wir auch noch eine Runde. Oh, Hütchenspieler, ey, Luca, wie geht's? Wahnsinn, ey. Ja, das ist mega hier. Das ist das Smoke Barbecue in Lichtenbräuch, Mündelheimer Weg. Kannte ich nicht, ist aber mega. Was machen wir hier alle zusammen? Hör mal, weißt du noch früher? Nee, warte. Das ist doch der Jens, dieser Jens lange Nese. Mit dem haben wir doch immer Eis gegessen früher. Das ja, ist aber der war doch danach ganz lang im Gefängnis. Hm? Warum? Der wegen Eisdealerei. Da guck mal, da ist der tatsächlich. Da komm mal rein. Das ist der lange Nese. Da gib ihn doch mal. Komm rein. Nicht euer Ernst. Das ist der. Ja, wie? Oh, warum denn? Ja, grüß dich mal lieber. Wie ist das? Oh, gibt's so... Else! Ist auch dabei. Nach anderthalbjähriger intensiver Pause, nach einer Phase der Rückbesinnung, der Erkenntnisse, die letztlich mündeten in einem kreativen Kulminationspunkt. Meine Damen und Herren, Halbangst freut sich wie Bolle. Ja, 3, 4. Ja, der ist der. Das ist der. Das ist der. Komm, jetzt fahr los. Also. Ladies and Gentlemen, H4 proudly presents Mesdames et Messieurs, Demi-Peur. Et heureux de présenter Nachspielzeit plus 1. Hey, Stimmung! Ja, komm, dann fahr mal wo los. Wo geht's denn überhaupt hin? Ja, wenn wir das wissen. Natürlich da, wo es weh tut. Fahr einmal rum hier. Fahr mal im Kreis. Ja. Hier. Aber vorsichtig, Schätzchen, du weißt, ich mach direkt den langsam. So, Jens, einfach reingehen und beeil dich, wenn du weißt, dass du langsam bist. Ich bin immer der Älteste, ne? Alles klar, vielen Dank. Hier. Ich mach das Ding ja nicht alleine, wäre ja auch albern, ich hab hier mega Jungs. Nein, wir erwarten einen Spitzengast, einen Supergast, einen Überraschungsgast und ich weiß nicht, wer es ist und bin total gespannt. Für die tolle Fahrt. Ja. Wir sehen uns. Ich hab wie immer, ne? Ich mach mal gut. Wir schreiben die Rechnung aufs Zimmer. Nee. Überraschung. Hallo. Was passiert? Das ist ja der Hammer. Das ist ja der Hammer. Nee. Oh mein Gott. Jens Langeneke. Das ist ja unfassbar. Wo hat er noch gespielt? Glaube bei Fortuna. Oh, du wunderschöne Fortuna, du sollst ewig deutscher Meister sein. Du bist heute der Stargast, der Ehrengast. Such dir bitte den Platz aus. Ist ja deine freie Platzwahl. Den? Nee, nimm den anderen. Nimm bitte den anderen. Das geht so geht das einfach nicht. Das ist ja überragend. Also Nachspielzeit plus eins. Du bist sozusagen plus eins. Verbindest du irgendwas mit diesem Titel Nachspielzeit plus eins? Gibt's da was bei dir? Boah, ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber in der Tat, ich glaube, vor 8 Jahren habe ich mal einen Elfmeter geschossen gegen Frankfurt. Da stand zu dem Zeitpunkt 0-1 zu Hause und ich glaube, das war plus eins. Und war drin? Ja klar. Also... Zugegeben, ein bisschen reingezittert, aber beim Elfmeter zählt halt nur drin oder nicht drin. Und lass mich raten, Frankfurter Trainer war Armin Fee. Ja, so wird ein Schuh draus. Und der war hoch amüsiert. Ich glaube, Sascha Rösler hatte da auch noch eine kleine Nebenrolle. Also das hat alles irgendwie gepasst zu dem Zeitpunkt. Dann passt das ja auch zur Halbangst, wunderbar. Jens, wir sind mega klasse, froh, dass du hier bist. Sag mal, du bist beruflich involviert, du machst deinen Fußballlehrer gerade. Ist das am Ende, was hast du, mehr Lehrer oder mehr Fußball, wenn man den Schein macht? Also zunächst mal bin ich beruflich U17-Trainer der Fortuna und mache parallel jetzt den... Sorry. Schöne Fortuna, du sollst ewig deutscher Meister sein! Entschuldigung, U17-Trainer, ja, bei den Flingeranern. Genau, und parallel die Ausbildung zum Fußballlehrer und Frage war mehr Fußball oder Lehrer? Ja, schon mehr Fußball. Also in der Tat, wir beschäftigen uns mit Fußball. Natürlich sind auch ein paar Lehrinhalte dabei, aber es dreht sich eigentlich alles rund um den Ball. Gibt es eine Mannschaft außer Fortuna? Oh, du wunderschöne
die in Europa im Moment den nahezu perfekten Fußball spielt. Fällt dir da ein Team zu ein? Ja gut, also aktuell, glaube ich, muss man da Liverpool nennen. Ist einfach beeindruckend. Einerseits die Ergebnisse, aber auch wie sie spielen. Also mit der Intensität, das grenzt schon nahe der Perfektion. Perfekter Fußball wird oft gekrönt durch Aufstiege. Bei uns löst dieses Wort ja normalerweise immer große Euphorie aus. Aufstieg. Die Fortuna-Familie hat allerdings zwei sehr bedauerliche Aufstiege andersweitig erleben müssen und verarbeiten müssen. Kurz vor dem Jahreswechsel sind zwei langjährige Fortuna-Spieler in den Fußballhimmel aufgestiegen. Zum einen Lothar Weschke mit 76 Jahren, eben verstorben, einer der Aufstiegshelden der Aufstiegsmannschaft 71, und natürlich Peter Biesenkamp, auch er natürlich ein uralter Fortuna, kam schon mit 11 Jahren zu den Flingeranern, und Peter Biesenkamp im Alter von 73 Jahren auch sein Leben beendet, noch kurz vor dem Jahreswechsel. Biesi, so wie er genannt wurde, war nicht nur ein herausragender Fußballkicker und Fußballspieler, er war auch ein hochveranlagter Schauspieler, hat mehrfach in Halbangst-Videos mitgespielt, dreimal sogar, und die schönsten Momente von Biesi in diesen Videos würden wir gerne noch mal genießen. Ah, meine lieben Freunde, wie geht euch? Alles wie immer. 18, 19, 33, 95. Darüber geht gar nicht. Jugendabteilung, wo sind die Pillemänner hin? Noch nicht in Stadt, wir hatten Klasse satt. Ja, wurde Winzel, Dorst und Thomas Alofs. Ja, da komm ich schon mit. Dort zwischen den Tönen, nur relativ schachmatt. Dann ein Strafstoß ist für Jens gemacht. Die Chance wartet und er holt sie ab. Der Viehold an der Seite, ich hab Rückenwind. Ein Ultrachor mit Fackellicht, der für uns singt. Ich lehne mich zurück und lach ins harte Blau. Schließ die Augen und steig einfach wieder auf. Ja, hat sich die Gazette Halbangst-Mischpoke verneigt. Wir verneigen uns mit vor diesen beiden. Jens, bleiben wir in der Aktualität. Deutsche Fußballnationalmannschaft komplett versagt, nenne ich das mal, bei der WM 2018. Jogi Löw mit dem Neuaufbau beschäftigt. Läuft das gut aus deiner Sicht, oder ist er überhaupt der richtige Mann auf dieser Position für einen Neuaufbau? Boah, ich glaube, ich möchte jetzt nicht unbedingt zum Bundestrainer äußern. Was ich für mich persönlich sagen kann, ist, dass mir einfach der Bezug zur Nationalmannschaft fehlt. Sowohl spielerisch ist das nicht das, was mir gefällt. Auch das Ganze drumherum ist aktuell nicht meins. Ob Jogi Löw noch der richtige Trainer ist, mag ich nicht beurteilen. Sehr diplomatisch, so kennen wir dich. Nächste Frage, da wirst du nicht diplomatisch sein. Übermorgen geht die Rückrunde los. Fortuna. Habe ich da Glück gehabt? Nein. Schöne Fortuna, du sollst gewinnen, deutscher Meister sein. Ich dachte kurz, wir haben Glück, hatten wir nicht. Fortuna startet gegen Werder Bremen. Ist grün und schlägt der Fisch. Werder Bremen. Was ist grün und schlägt der Fisch. Werder Bremen. Also gegen selbige geht es am Samstag in der Bundesliga, gegen den 17. Du hast auch oft gegen Werder Bremen gespielt, einige Male. Dein Gegenspieler war Marko Arnautovic. Den konnte man schön aus der Fassung bringen, ne? Ja gut, da war das eine Spiel in der Bundesliga-Saison. Ja, da gab es diese, so halb Kopfnuss. Ich sag mal so, andere Spieler fallen da vielleicht hin. Aber du hast vorher was zu ihm gesagt. Hab ich? Ja. Ich kann mich nicht mehr genau an den Inhalt erinnern, aber da mag was gewesen sein, ja. Also die Auguren sagen, du hättest ihm gesagt, hör mal, du bist aber gut im Futter. Ja, es könnte durchaus sein, dass das in Richtung Gewicht ging, ja, das stimmt. Wir haben eben schon die Halbangst-Videos gesehen, unter anderem eben mit Biesi, Peter Biesenkamp. Kennst du die ganzen Halbangst-Videos? Die haben ja natürlich auch jede Menge schräger Songs gemacht. Also auch hochkomplizierte Songs. Du kennst die Dinger, oder? Ja, ich kenne sie schon. Ist halt textlich nicht ganz einfach, immer alles von A bis Z hintereinander zu bekommen. Also ich finde auch, die sind manchmal so krude, da geht's runter und drüber. Was würdest du den Jungs raten, was sie künftig denn mal vertonen sollten, Halbangst? Wenn ich jetzt unter die Musikproduzenten gehen würde,
würde ich irgendwas Einfaches wählen. Also keine Ahnung, irgendwas wie da oder sowas in der Richtung. Also was man wirklich leicht mitgrölen kann. Also schlichte Kunst. Du wirst dich wundern, wir haben eine Hausband und ich glaube, dass sie das Richtige für uns dabei haben. Aha, aha, aha. Alto Belli, ey. Schön schlicht, oder? Boah, zähe Nummer. Ich konnte mir den Text gar nicht merken, der war so hochkompliziert. Also so hatte ich mir das mit einfach nicht vorgestellt. Die Hausband von Halbangst. Jens, da du gerade mal da bist, gib zu, du träumst immer noch viele Nächte davon, es wird Elfmeter gewinnt für Fortuna und du schleichst dich immer noch zum Elfmeterpunkt. Boah, in der Tat eigentlich gar nicht mehr, weil seit Rufen da ist, kann man das auch entspannt mitverfolgen als Zuschauer. Sag mal, du hast im NLZ der Fortuna im Nachwuchsleistungszentrum. Oh, wunderschöne Fortuna, du sollst ewig deutscher Meister sein. Du hast beim Traditionsverein von 1895 hast du einen Neuzugang im NLZ, Torwarttrainer Klaus Reitmeier. Ist jetzt bei dir angesiedelt. Kennt er da sich schon aus? Kennt er schon sein Zimmer? Ich glaube, er ist. Ich habe ihn heute, glaube ich, gesehen im Laufe des Tages. Wie sich das jetzt darstellen wird in näherer Zukunft, werden wir sehen. Aber ich glaube, ja, er kann uns im NLZ sicherlich nur weiterhelfen. Wie nennt dich eigentlich deine Frau? Jens? Sense? Oder Hase? Oder was gibt's? Boah. Also ich glaube, so ganz völlig unspektakulär, wenn da noch was kommt, dann in der Richtung Schatz. Echt? So gewöhnlich, so trivial? Ja, in der Tat. Okay. Du gehörst ja jetzt, ich muss das jetzt anders formulieren, ich habe schon wieder Sorge. Du gehörst ja jetzt schon sehr lange Zeit zur Flingeraner Traditionsvereinsfamilie. Und wir waren ja nicht untätig. Wir haben mal die Granden und auch die Semigranden und viele deiner Mitspieler und viele deiner langjährigen Begleiter natürlich mal befragt, was sie so mit dir verbinden und was sie über Jens Langenecke denken. Okay, da bin ich gespannt. Ich auch. Ich kann mir Fortuna ohne Jens nicht vorstellen. Er war für mich immer der Schnellste. Hat nicht nur jede Menge Brände gelöscht im Düsseldorfer Strafraum. Wenn einer mal durchgebrochen ist durch die Mauer, hat Jens es immer geschafft, sich so auf den Ball fallen zu lassen, dass es keinen Elfer gab, sondern immer Freistoß für uns. Geiler Typ, geiler Spieler, einer meiner Helden. Ekelhafter Gegenspieler, ziemlich hart, aber konnte verdammt gut Elfmeter schießen. Der gefährlichste Mann in der Mixzone. Teilweise immer noch seine Stimme im Ohr, kurz vorm Einschlafen. Er ist ja damals schon in den Jungbrunnen gefallen. Ich würde gerne seine Figur haben. Wie er als Trainer mit der U17 agiert, ich war bei der Weihnachtsfeier dabei, hat er mir super gut gefallen. Also einer, der für alles zu haben ist, was ich Fortuna geben kann. Und natürlich eine gute Führungspersönlichkeit. 5-2, give me 5. Der junge Franz Beckenbauer. Hinter mir siehst du die Treppe, da geht's nach oben. Ich habe viele Aufstiege mit dir erleben dürfen und du warst in fast allen Spielen die entscheidende Figur auf dem Platz. Ein Funskerl, der, wie soll man sagen, immer voll auf Sieg kämpft. Und ich glaube, das ist auch der richtige Spirit, den wir hier bei Fortuna brauchen. Und deswegen freue ich mich, dass er der Fortuna auch über seine aktive Zeit als Spieler erhalten geblieben ist. Der wird uns noch viel bringen. Also guter Typ einfach. Fortuna durch und durch. Was will man mehr? Bleib so, wie du bist und alles Gute. Beim Konditionstraining immer der Letzte, im Wald immer hinterhergehechelt.
Und ansonsten muss man einfach sagen, Hut ab, dass man aus so wenig Qualität so eine Karriere hinlegen kann. Ein toller Spieler, ein toller Typ. Danke. Ja, Jens. So ist das Leben. Der Kenner sagt, da war doch viel Schönes dabei, oder? Ja, über ein, zwei Dinge wird zu reden sein. Besonders mit dem Chris Weber, glaube ich, muss ich nochmal ein ernstes Wort sprechen. Wobei, so ganz Unrecht hat er nicht, ne? Also es gibt sicherlich Leute oder Spieler, die talentierter waren als ich, aber das ist nicht immer entscheidend. Also ich glaube, es gibt da andere Attribute, die für mich gezählt haben. Und insofern habe ich es doch einigermaßen weit gebracht, glaube ich. Was ich gar nicht begriffen habe, war die Andeutung von Oliver von Finky mit Gimme Five. Ja, das ist liegt schon ein bisschen zurück. Also ich glaube, es geht da um die Ecke, 5 gegen 2, wenn man spielt. Und es gab dann wahrscheinlich den unwahrscheinlichen Fall, dass ich in der Mitte mal einen Lauf bekommen habe und dann wahrscheinlich einen Ball weggeschossen habe. Und in einer so einer Szene habe ich mich tatsächlich mal verletzt. Und da war mein Trainer Norbert Meyer not amused und hat dann eine Strafe eingeführt. Und ich glaube, das war dann dieses Gimme Five. Ja, geht's auch. Hey, 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 ist der Weltklasse. Komm rein. Der Gieselmann. Ja, sehr gerne. Nichts dagegen. Ich würde trotzdem vorschlagen, ich bleibe in der Mitte. Oder was? Nee, bleib ich nicht. So ist gut. Komm, ich rutsch noch was. Ich rutsch noch was drüber. Lumpi, mein lieber Mann. Was hat dich denn hier hingeritten, in Smoke Barbecue zu kommen? Hunger. Ich wurde gefragt, ob ich Zeit hätte für eine Überraschung. Dann habe ich gesagt, komm. Ist nicht so weit von der Arena. Habe jetzt natürlich ein paar Stunden hier rumgeeiert. Aber für den Jens mache ich das doch gerne. Ist ihm gelungen, oder? Die Überraschung? Ja, gut. Da habe ich jetzt nicht mehr mit gerechnet. Muss ich ehrlich sein. Haben uns zwar, also jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit schon gesehen, ne? Das auch. Aber ja, nee, ist eine schöne Sache, jetzt hier nochmal zusammen am Tisch zu sitzen. In drei Sätzen, was macht dein Leben? Alles Taco? Soweit Taco. Hab's ja schon gesagt, letztes Wochenende, Körper hat schon ein bisschen gelitten, aber ich versuche mich da in der U23, soweit es geht, einzubringen, um die Jungs da ein bisschen ins Fußballleben zu führen. Mega. Wir bleiben aber nichtsdestotrotz bei Jens, denn ich möchte einmal in meinem Leben eine Halblandsfrage stellen, die ich natürlich etwas anders formulieren muss, als ich normalerweise rede. Jens Lange-Nicke, Sie nach dem eindeutig zu erwartenden deutschen Meistertitel 2033, also pünktlich zum 100-jährigen Meisterschaftsjubiläum, unter Friedhelm Funkel, nimmt die Fortuna. Oh, du wunderschöne Fortuna, du sollst ewig deutscher Meister sein. Aber auch mit sowas kommt ein Halblands klar. Nimmt die Fortuna an der Champions League teil, scheidet aber in der Saison 2033-34 völlig überraschend schon in der Vorrunde der Champions League aus, worauf Erfolgstrainer Friedhelm Funkel nach über 17-jähriger Tätigkeit sehr überraschend zurücktritt. Herr Lange-Nicke, was mich interessiert und wie uns alle interessiert, ist selbstredend, dass Analysen gemacht werden, Umfragen gemacht werden und am häufigsten wird 2033 als Nachfolger von Funkel der Name Jens Lange-Nicke genannt und ins Rennen gebracht. Zweiteilige Frage natürlich an Sie von Halblands. Wie wird Ihre Reaktion 2033 ausfallen? Und führen Sie die Tradition der Einjahresverträge fort? Ja, also zunächst mal, ich würde es machen. Unter zwei Bedingungen. Einmal müsste Lumpi mein Co-Trainer sein. Das wäre Nummer eins. Und Punkt 2, Else müsste den Mannschaftsbus fahren dürfen. Geile Bedingungen locker zu erfüllen, oder? Also wenn das erfüllt wird, mache ich es auf jeden Fall. Also noch 13 Jahre, Leute, und dann geht die Luzi ab. Wir kommen heute bei dieser traumhaften Sendung, die jetzt hochkarätig besetzt, zur stahlharten Schnellfragerunde. Jens, ich gebe dir einen Tipp. Das ist dein Telefonjoker. Ja.
Falls du eine Antwort nicht weißt innerhalb der ersten 2,5 Nanosekunden, bitte den Telefonjoker bedienen. Bitte immer schnell und stahlhart antworten. Es sei denn, du darfst den Telefonjoker nehmen. Einmal darfst du. Müssen wir die Augen verbinden? Nee, geht so. Ken Ilse war schon damals. Hi. Ein. Was? Achso, ein. Achso, die Frage ging. Ken Ilse war schon damals. Ein hochfliegender Vogel. Keine Ahnung. Mein bester Trainer war. Norbert Meyer. Neudeutsch Box oder 16er? Strafraum. Geht auch. Der ätzendste Gegenspieler meiner gesamten Karriere war. Ich rufe Lumpi an. Ich frage Lumpi, wer war unangenehmster Gegenspieler von uns? Darf ich das auf mich beziehen? Ja. Skerdilay Zuri. Skerdilay Zuri, ehemals Erzgebirge Aue, richtig? Mit seinen kleinen, hässlichen, ekligen Bewegungen. Ich bin auch gar nicht drauf. Ich habe immer nur dahinter gewartet, dass er kommen soll, dass man Tempo aufnehmen. Aber die Bewegung mitgehen, ging nicht. Skerdilay, wenn du uns jetzt zuschaust, ich habe gute Anwälte, da kann man auf jeden Fall was machen. Frage an beide. Lumpi, zuerst an dich. Ja. Fortuna steht am 16. Mai auf Tabellenplatz. Überm Strich. Tabellenplatz überm Strich, geil. 15 reicht. 15 reicht. Tabellenplatz? 14. 14. Wäre geil. Also können wir alle mitnehmen. Das war's von Nachspielzeit plus 1. Hey! Eine sensationelle Runde hier. Hey! Eine sensationelle Runde. Lumpi Lambert, Überraschungsgast. Jens Lange Weg, bei dem ich mich ganz herzlich bedanke. Jens. Mega. Totalen Spaß gemacht. Wir bedanken uns total beim Pyro, den Inhaber des Smoke Barbecue hier in Lichtenbräuch. Wir bedanken uns bei allen Trotteln an den Kameras, beim Shanty-Chor, bei Elfe. Und es hat totalen Bock gemacht. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben für Ihre Geduld. Wo immer und sobald wir uns auch zugeschaut haben. Ciao.